Kicker TV, der Talk mit Marco Hagemann. Ich bin dafür, dass wir diese Dinge nicht öffentlich austragen, sondern wir haben jetzt mit den Marketingverantwortlichen beim DFB und den verantwortlichen Vorständen in den Bundesliga-Vereinen, von denen wir in aller Regel die meisten Spieler zur Nationalmannschaft bekommen, eine Arbeitsgruppe gebildet. Und die verabreden jetzt gewisse Richtlinien, auf die wir uns gemeinsam verständigen, dass auf der einen Seite unsere Sponsoring-Aktivitäten weiterhin möglich sind. Denn davon nehmen wir auch die Gelder für die gemeinnützigen Zwecke im Amateurbereich. Aber auf der anderen Seite auch in gewisser Weise natürlich auf die Interessen der Vereine Rücksicht genommen wird. Ein erstes Treffen hat stattgefunden, das ist sehr konstruktiv verlaufen. Und ich glaube, dass wir diese Diskussion intern zu einer guten Lösung führen. Das hat Sie aber verärgert, dass die Liga zunächst einmal an die Öffentlichkeit gegangen ist. Wissen Sie, wenn mich alles verärgern würde, wenn von Bundesliga-Seite mal ein kritisches Wort in Richtung DFB gesagt wird, dann hätte ich ja viel Verdrießlichkeit. Ich mache mir da gar keine Gedanken. Ich glaube, dass auch natürlich diejenigen, die verantwortlich sind in der Bundesliga, ihren Sponsoren gegenüber auch zeigen wollen, dass sie deren Interessen wahrnehmen. Ich habe für die Stellungnahmen von Herrn Rubbenigge und Herrn Watzke vollstes Verständnis. Deswegen haben wir auch die Arbeitsgruppe gebildet. Und dann werden wir eine vernünftige Lösung finden. Und dann ist alles wieder gut.